Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Syndikatbox von Massacre und Monster 361. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Syndikat von Massacre und Monster 361. So sieht das Ganze aus. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So. Jawohl. Folie ist ab. So sieht das Ganze aus. Wir lesen hier oben einmal Syndikat Musik Presents Massacre Monster 361. Dann haben wir die beiden Herren hier abgebildet. Einmal Massacre, einmal Monster 361. Und dann haben wir hier noch einen Aufkleber. Und zwar lesen wir hier limitiertes Boxset inklusive CD plus Bonustrack plus T-Shirt Größe M. Ja, von dieser Box gab es zwei Varianten. Einmal Shirt in Größe M und einmal Shirt in Größe XL. Ich habe mich, wie ihr sehen könnt, für Größe M entschieden. Darunter haben wir dann noch einen Syndikat Schriftzug. Hier auch nochmal. Auf der rechten Seite genauso. Oben auch inklusive der Interpreten und des Labels und auf der linken Seite auch. Auf der Rückseite haben wir Massacre abgebildet und wir haben auch die Tracklist. Wir haben insgesamt 16 Tracks an der Zahl, also inklusive des Bonustracks, und wir haben Features von Safia, Bossa, Raf Camora, Massiv, Fahrt und auf dem Remix dann nochmal Raf Camora. Und Track 16 ist dann wieder ein Collabo-Track von Massacre und Monster. Sehr schön. Darunter haben wir auch wieder Credits und einen Barcode. So, das Ganze am Freitag, den 22. Februar erschienen. Dann schauen wir mal hinein. Von innen das Ganze glatt weiß. Als erstes haben wir hier einmal das Shirt. Und als zweites das Album an sich. Gut, dann machen wir die Box mal wieder zu. Jawohl. Und dann kommen wir, wie immer, zu Beginn zum Album. Und so sieht das Ganze aus. Wir haben hier genau wie auf dem Boxcover die beiden nebeneinander abgebildet. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Hier auf der Seite lesen wir dann auch wieder Massacre Syndikat. Und auf der Rückseite haben wir dann wieder die gesamte Tracklist inklusive der Infos, wer hat gemixt, gemastert etc. Ganze Credits zum Album und ein Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier ein relativ dünnes Booklet. So sieht das aus. Also hier Track für Track die Produzenten angeführt. Und dann haben wir hier Massacre und Monster auf einer Couch bzw. auf einem Stuhl, auf einem Sessel sitzend. Und hier dürfte gerade eine blutverschmierte Frau um ihren toten Mann trauern. So sieht das aus. Hier steht dann auch noch einer dabei. Und hier haben wir dann noch die weiteren Tracks. Ja, das Artwork auf jeden Fall stimmig zum Album. Dann kommen wir zur CD. Und diese sieht so aus. Syndikat lesen wir hier oben. Und dann haben wir hier so eine Rune. So eine Metalloptik, schwarz und Silbermetall. Sieht hier echt gut aus. Und auf der Rückseite kommen dann auch nochmal die beiden Herren zum Vorschein, inklusive Albumtitel. Gut. Dann kommen wir zum Shirt. Das sieht so aus, in schwarz und weiß gehalten. Neckprint haben wir in dem Fall keinen, also die Rückseite ist blank schwarz. Und vorne auf der Brust haben wir den Albumtitel hier in dieser speziellen Schriftart. Syndikat lesen wir hier. Und das Ganze ist von einer Marke, von der ich bis jetzt noch nie gehört habe. Und zwar haben wir hier ein TJ's Basic Authentic Ringspun in der Größe M. Wie gesagt, M oder XL konntet ihr euch frei wählen.
Style 1000. Okay. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir irgendwo einen Zettel vorfinden. Ja, das schaut gut aus. Hier lesen wir dann auch nochmal TJ's Style 1000. 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns zum Abschluss noch einmal kurz an, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Wie gesagt, Shirt war entweder ein M oder XL wählbar. Und natürlich das Album an sich mit 15 Tracks plus Bonustrack, also insgesamt 16 Tracks. Ja, das gibt es in dieser wunderbaren Box Syndikat von Massaker und Monster 361. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Massaker und Monster unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.